Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, welche Kosten du eigentlich im Rahmen deiner Buchhaltung absetzen kannst und welche vielleicht auch nicht? Genau dieser Frage wollen wir, heute bin ich nicht alleine, mal zusammen auf den Grund gehen. Hi, mein Name ist Mesha von der Kontist Steuerberatung und ja, wenn ich meine Buchhaltung mache, also wenn ich selbstständig bin und meine Buchhaltung mache, in diesem Zusammenhang bekomme ich von unseren Kunden relativ häufig die Frage, was kann ich denn da absetzen? Um kurz ein Intro zu geben, es gibt so zwei große Gruppen. Die einen, die versuchen, auch die letzte Nagelschere noch irgendwie ins Betriebsvermögen aufzunehmen. Und die anderen, die haben so viel Angst, was falsch zu machen, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwas abzusetzen, obwohl sie es eigentlich für ihren Job benutzen. Kannst du da einen Einblick geben? Hast du da Erfahrungswerte? Was kann man denn eigentlich in der Buchhaltung absetzen? Also grundsätzlich ganz klare Antwort, eigentlich fast alles. Man muss natürlich hier immer Einschränkungen machen. Es gibt so ein paar Ausgaben, die definitiv nicht möglich sind. Nagelschere könnte man sogar drüber streiten, kann man auch als Schere verwenden. Dass man sagt, es sind zum Beispiel hauptsächlich Punkte, die dem Betrieb dienen. Also sprich, langfristig dem Betrieb dienen, muss auch kurzfristig sein, Rohstoffe und ähnliches. Aber grundsätzlich alles, was dem Unternehmen langfristig dient. Das ist natürlich so, sag ich mal, der Grundsatz. Da gibt es natürlich dann noch bestimmte Ausnahmen im Detail. Aber wenn es jetzt zum Beispiel rein, ja, sag ich mal, private Lebenshaltung ist, klassisch hier Polo oder auch Schuhe, Hose. Wenn es nicht eine Spezialkleidung ist, fällt dann normalerweise raus. Ja. Also grundsätzlich alles, was dem Unternehmen dient, kann man voll absetzen. Ja. Und wie ist das tatsächlich ganz konkreter Fall auch gerade bekommen? Hundefutter. Hundefutter ist ja in der Regel schwierig, aber das war jetzt speziell ein Fall, die Hundetrainings anbietet und dann natürlich Hundefutter gekauft hat und das sie absetzen wollte. Ja. Dann geht es, dann, ja. Dann ist es überhaupt kein genau, Problem. Genau, richtig. Also in dem Fall ist es wirklich so gelagert, wenn der Hund jetzt, sag ich mal, oder wenn die jetzt Hundezüchterin ist, Hundetrainerin ist, dann könnte man drüber streiten. Klassisches Beispiel gab es ja, ist auch sogar ein Urteil dazu, das Thema Wachhund. Da gab es wirklich einen Wachhund anscheinend in München der Gegend damals, der sehr teure Steaks gegessen hat. war dann auch wirklich so, dass sie nachweisen konnten, dass wirklich dieses Fleisch, also das, was da kiloweise eingekauft worden ist, für den Hund war ganz einfach. Der Hund war als Wachhund, das war auch ein Schrottplatz, war im Grunde für das Unternehmen da. Und wenn man so einen Wachhund hat, Bürohund jetzt vielleicht im Normalfall nicht so, aber wenn der jetzt auch im Büro immer da ist, könnte man auch drüber streiten. Also das ist relativ alles offen. Kommt immer auf die Tätigkeit drauf an. Ja. Eine weitere Frage, die ich da sehr häufig bekomme, ist, wann kann man die Kosten denn haben? Es ist ja relativ logisch, wenn ich jetzt einen Schrottplatz habe und einen Hund habe, der bewacht ja heute meinen Schrottplatz, also heute entstehen mir Kosten. Aber für Investitionen in die Zukunft, wenn ich vielleicht auch noch gar nicht weiß, ob daraus was wird. Das heißt, ich drehe jetzt ja gerade Videos, aber vielleicht möchte ich auch gerne in Zukunft Podcasts machen und jetzt besuche ich ein Seminar, wo es um Podcasts geht. Das hat ja nicht wirklich was mit meiner heutigen Arbeit zu tun. Sowas, ja, nein? Also ja, das geht auch. Nennt sich vorweggenommene Betriebsausgaben. Ist auch so eine Thematik. Da kann man teilweise 1 bis 2 Jahre vorher, bevor man die Tätigkeit schon aufnimmt, sag ich mal, hier Betriebsausgaben vorweggenommen einfach absetzen. Das ist dann schon so eine Thematik, wo man sagt, das geht auch. Und wichtig ist halt nur, dass man innerhalb von einem bestimmten Zeithorizont, normalerweise so 2 bis 5 Jahre, sollte man die Tätigkeit wirklich aufnehmen oder halt natürlich versuchen, dann auch damit Einnahmen zu generieren. Denn wenn man nur die Kosten mit reinnimmt, wäre es dann wirklich so, dass die Finanzen sagt, nee, Liebhaberei. Wobei man sagt, wenn du jetzt in dem Fall Videos machst und deinen Geschäftsbereich erweitern willst, das wäre natürlich auch eine denkbare Möglichkeit. Also von daher, ja, geht. Das heißt auch, und das ist ganz wichtig auch an alle Gründer, weil das kriege ich auch ganz häufig mit, man darf Kosten nicht erst dann absetzen, wenn man auch die Umsätze hat, sondern man darf auch die ersten Jahre, und das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, auch in den ersten Jahren einfach nur Verluste machen. Ich habe die ersten 2 Jahre meiner Selbstständigkeit nur Verluste gemacht. Und das ist auch eine Empfehlung für alle, die Vollzeit auch noch Angestellter sind. Ihr habt ja sowieso Steuern, die ihr regelmäßig bezahlt. Und zwar im Rahmen eurer monatlichen Gehaltsabrechnung kriegt ihr immer die Lohnsteuerabzug, was ja die Steuer ist. Und wenn man dann sich parallel selbstständig macht, kann man vielleicht ein bisschen seine Selbstständigkeit so ein bisschen quersubventionieren und einfach da Verluste haben. Und dann kann man das verrechnen und kriegt in der Regel eine Steuererstattung. Aber wie du gesagt hast, wenn es zu lange ist, dann ist das ganze Thema Liebhaberei angesagt. Genau, richtig. Wo das Finanzamt sagt, okay, come on, das ist offensichtlich ein Hobby, weil du verdienst damit ja nie Geld. Das stimmt allerdings. Also wie gesagt, das machen viele Gründer, auch vor allem heutzutage. Gerade, ich sage mal so, der Klassiker ist eigentlich mittlerweile der Gründungsweg, Studium, dann also nicht Studium, aber vielleicht Ausbildung. Und danach so langsam in die Selbstständigkeit immer mehr. Und irgendwann, wenn man sich da komplett ins Lebensunterhalt finanzieren kann, dann wechselt man zu 100% in die Selbstständigkeit. Hat vor allem auch den Vorteil hier im Bereich der Krankenversicherung, dass man ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann immer voll krankenversichert, pflegeversichert ist über den Hauptjob.
Ja, sprichst einen sehr spannenden Punkt an. Krankenversicherung. Wenn ich jetzt sage, ich darf alles, was mir Einnahmen generiert. Du hast schon gesagt, Kleidung schwierig, aber eine Krankenversicherung brauche ich ja und ich muss die ja machen und natürlich muss ich auch krankenversichert sein, um arbeiten zu können. Das heißt, dann muss ich auch meine Krankenversicherung eigentlich auch als Betriebsausgabe absetzen können, oder nicht? Nein, leider nicht. Also die eigene geht nicht. Schade, finde ich auch schade, weil es doch jedes Jahr ein guter vierstelliger Betrag ist. Grundsätzlich, sage ich mal, sind die Krankenpflegeversicherung ja eher dem privaten Lebensbereich zuzuordnen. Da gibt es natürlich einmal diese Lebenshaltungskosten im Einkommensteuergesetz, auf der anderen Seite diese Vorsorgeaufwendungen, Sonderausgaben, die nicht den Betriebsausgaben oder im anderen Fall auch Werbungskosten zugeordnet werden können. Und das sind dann diese Sonderfälle. Das heißt, die mindern zwar dann die Steuer schon, aber natürlich nicht im Rahmen der Betriebsausgaben. Das heißt, du hast in einem Betrieb den Gewinn, aber im Rahmen der steuerlichen Verrechnung, gibt es ja auch das Schema, wird es dann abgezogen und dann zahlst du trotzdem nicht die Steuer auf die Krankenversicherung. So. Ja, genau. Das heißt am Ende auf jeden Fall aufbewahren und im Kopf behalten für die Einkommensteuer, genau. Dann aber halt nicht für die laufende Buchhaltung. Genau. Was anderes auch, weil auf die Frage kommt dann sehr häufig, wenn du Mitarbeiter hast, dann ist die Krankenversicherung dann aber wieder eine Betriebsausgabe, weil die zahlst du ja für deinen Mitarbeiter. Eigentlich bezahlt der Mitarbeiter das und du führst als Arbeitgeber sie aber ab. Das heißt, es ist eigentlich ein Gehaltsbestandteil und natürlich sind die Gehaltskosten für deine Mitarbeiter, die dann für dich arbeiten und du verdienst damit Geld, das sind natürlich Betriebsausgaben. Deswegen da immer den Unterschied machen, weil manchmal wird das ja unter Umständen sogar in gleichen Überweisungen mitbezahlt. Genau, richtig. Das muss man halt nur auseinanderrechnen. Ja. Und was gibt es denn generell so als Beispiele zu nennen? Mhm. Weil diese Frage kriege ich ganz, ganz häufig. Das ist Miete fürs Büro, natürlich die Gehälter, Gehaltsnebenkosten, sind Einrichtungen, Laptop, den ich brauche, Anschaffungen, mein Schreibtisch, mein Headset, die Kamera, Licht, all diese Sachen, die kann ich ja absetzen. Genau, also grundsätzlich, wie gesagt, alles, was du für dein Unternehmen brauchst, also das müssen nicht mehr Hardware-Komponenten sein, du hast einen Laptop, brauchst vielleicht auch Software, brauchst jetzt in dem Fall bei dir Apple, vielleicht so diese ganzen Pages, Numbers, diese Programme, Microsoft-Lizenzen, wenn du im Medienbereich unterwegs bist, die Adobe-Lizenzen und sowas, oder Premiere, die ganzen, Stockfotos und sonstiges. Also es ist wirklich alles, was du irgendwo brauchst. Geht weiter natürlich Telefonkosten, alles, was du irgendwie für dein Unternehmen brauchst, um das Unternehmen, zu betreiben, das kannst du absetzen. Das geht auch weiter, wie gesagt, Beratungsgebühren. In eurem Fall natürlich die Contest-Gebühren, natürlich alles, was dort mit anfällt und natürlich auch sonstige rechtliche Beratung oder auch, Freelancer, wenn du mit dabei hast. Geht alles. Ja, das heißt, für jeden von euch geht wirklich mal alle Positionen durch, die ihr irgendwo bezahlt und fragt euch bei allen Dingen, ist das eventuell gut für meine Selbstständigkeit, für mein Business? Unterstützt es mein Business? Sorgt es am Ende dafür, dass ich auch Einnahmen generiere? Weil das ist natürlich auch die Logik des Gesetzgebers dahinter, dass alles steuerlich begünstigt sein soll oder gefördert sein soll, wenn dadurch Einnahmen generieren, weil durch diese Einnahmen entsteht halt auch am Ende ein Gewinn, der versteuert werden muss. Das heißt, auch der Gesetzgeber und auch die Finanzämter haben tatsächlich ein Interesse daran, dass ihr sinnvolle Ausgaben tätigt, um danach noch mehr Geld zu machen, was ihr dann wieder versteuert. Deswegen, von der Logik ist das auch relativ logisch. Ja. Und da kann ich jedem nur ans Herz legen, überlegt euch dann mal wirklich, was davon irgendwie mit eurer Arbeit im Zusammenhang hängt. Eine Frage, die ich tatsächlich auch dazu bekomme, und damit möchte ich das Video gerne abschließen, ist sowas wie Audible oder Bücher oder sowas. Gerade wir richten uns mit unserem Kanal ja sehr auch an so Solo-Selbstständige. Und da ist, ich würde mal sagen, die Selbstständigkeit geht häufig Hand in Hand mit dem persönlichen Interesse. Das heißt, wenn ich jetzt bei Audible ein Buch höre, was zwar auch businessbezogen ist und mich da irgendwie jetzt zu Positionierung, Branding, Führung und so weiter, dann höre ich das ja aus persönlichem Interesse. Kann ich es dann trotzdem auch absetzen? Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen natürlich nicht nur über Audible, Spotify, YouTube Premium, Amazon Prime, Netflix vielleicht eher weniger. Aber grundsätzlich alles, was man natürlich in dem zusammen braucht, also ich meine Personal Branding und allem möglichen auf Spotify, auf YouTube, auf die ganzen Plattformen mit den Büchern und sonstiges, das ist einfach das, was heutzutage die Literatur von damals heute darstellt. Früher hat man sich die Bücher in seinem Papierform gekauft, heute hat man vielleicht den Amazon Kindle irgendwo mit dabei. Ja. Früher hat man, wie gesagt, das Ganze irgendwie ein Seminar besucht, heute ist es vielleicht eine Online-Übertragung, Online-Coaching.
alles ist möglich. Wie gesagt, wichtig ist natürlich nur, dass man es da natürlich auch sich darauf einstellen muss, dass die Finanzverwaltung vielleicht mal anfordert, okay, wie hoch ist denn vielleicht der Anteil der Audible-Nutzung? Ja. Das ist zum Beispiel auch was, ich meine, das ist auch was, man sagt, wenn man dann zum Beispiel, ich selber bin ja vor einem Jahr Vater geworden und ab und zu liest man dann auch mal ein Buch, das halt, sage ich mal, über Kindererziehung geht und dann rutscht es halt dort mit rein. Das Leadership. Genau, Leadership, genau. Lustigerweise sehr interessant, geht Hand in Hand sogar. Aber nein, an der Stelle, wie gesagt, da sollte man vielleicht aufpassen, dass jetzt die private Nutzung des Audible-Accounts, des YouTube-Accounts oder auch natürlich des Amazon Prime-Accounts nicht überhand nimmt, weil dann könnte der Finanzbeamte sagen, okay, jetzt bitte mal eine Aufstellung, damit wir das rechtfertigen. Wie gesagt, am Ende redet man über 9,99 €, aber trotzdem natürlich der Hinweis, dass man natürlich da aufpassen sollte. Ich glaube, das ist immer dieses Angemessen und das ist auch wichtig für alle, weil das ist auch tatsächlich die Frage, die ich in diesem Zusammenhang immer wieder höre, ist, wer kontrolliert denn das? Mhm. Also auch diese Aussage, die lese ich tatsächlich in so Social-Media-Gruppen, ich habe das angesetzt, das hat funktioniert. Ja, es funktioniert grundsätzlich erstmal alles, weil natürlich das Finanzamt nicht jede einzelne Position immer anschaut, aber es kann halt immer sein, im Rahmen einer Betriebsprüfung, dass sich das Finanzamt dann einzelne Positionen nochmal anschaut oder aber auch bei der Abgabe der Steuererklärung bestimmte Positionen erläutert haben möchte. Ja. Hatte ich relativ häufig am Anfang meiner Selbstständigkeit, dass ich meine Fortbildungskosten nachweisen musste, weil die klassischerweise sehr, sehr hoch waren. Ja. War alles begründet, aber es kann sein, dass sie bestimmte Positionen einfach erklärt haben wollen. Und genau darum geht es. Man muss das Ganze glaubhaft erklären können, warum das so ist. Und weil du gesagt hast, Netflix ist schwierig. Ja, in den meisten Fällen ja. Ich weiß, dass wir auch unseren Mandanten einige haben, die Video-Editing, Cutter sind, Regisseure sind und so weiter. Genau, richtig, und natürlich, wenn ich das beruflich mache, habe ich natürlich das Recht zu schauen, was der Branchenriese gerade macht und die anderen so. Und mit dieser Argumentation kann man auch Netflix absetzen. Das ist jetzt für den Hundetrainer im Zweifel schwieriger zu argumentieren, warum das jetzt ausgerechnet für das Unternehmen gut war. Und dann ist das ein bisschen schwierig und ehrlicherweise auch dann sollte man sich selbst auch irgendwann einfach logisch überlegen, ist es der Aufwand wert, da jetzt was aufzuteilen, zu argumentieren und so weiter, wenn es um 9,90 € im Monat geht. Genau, richtig. Nee, aber das stimmt durchaus. Wie gesagt, lustigerweise bei einem, sag ich mal, Schauspieler haben wir auch den Netflix-Account dann sogar durchgebracht. War ein Kritikpunkt in der Betriebsprüfung, aber wie gesagt, es kommt immer darauf an, was du machst und wenn du es argumentieren kannst, ist alles kein Problem. Okay. Prima. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, welche Kosten ihr absetzen könnt und so weiter. Wenn ihr jetzt ganz bestimmte Ausgaben habt, bei denen ihr euch nicht sicher seid, ob ihr sie absetzen könnt, dann findet ihr so ganz versteckt unter diesem Video im Kommentarbereich, wo ihr natürlich einfach mal eure Ausgabe reinschreiben könnt. Und dann können wir gemeinsam darüber diskutieren, ob und unter welchen Voraussetzungen das absetzbar wäre. Und ganz wichtig an dieser Stelle auch, dieses Video ist ein erstes Video einer kleinen Videoreihe über unterschiedliche Ausgabentypen, die man so im Unternehmen hat, was man absetzen kann, was man auch absetzen kann, aber nicht ganz sofort, was man eingeschränkt absetzen kann oder aber auch gar nicht absetzen kann. Und das nächste Video findet ihr auf dem Kanal von Roland, und zwar Steuern mit Kopf. Genau, richtig.